Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beauty Makeup Art. Ich habe im Moment wirklich genug von dem ganzen weihnachtlichen Neujahrs-Glitzer-Make-up und habe mir gedacht, ich zeige euch mal einen wirklich ganz, ganz natürlichen Look, der gesund aussieht und ja, meiner Meinung nach einfach total schön ist und auch ganz, ganz leicht nachzumachen ist. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Okay, als allererstes, meine Haut ist komplett frisch gereinigt und frisch eingecremt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und um meiner Haut den extra Kick an Frische zu geben, benutze ich den MAC Prep & Prime Natural Radiance Base Lumiere in Radiant Yellow. Ich habe das schon so oft bei Niki Tutorials gesehen. Sie hat den eine ganze Zeit lang total oft benutzt und ich habe jetzt einfach gedacht, ich muss es mal ausprobieren und selbst austesten. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe ihn jetzt noch nicht so lange, aber er gefällt mir echt gut. Er wirkt einfach wie ein ganz normaler Primer. Also das heißt, er verlängert die Haltbarkeit des Make-ups. Er sorgt dafür, dass ja alles gut aussieht, nicht in die Poren rutscht, die Haut nicht vertrocknet aussieht oder ähnliches. Und vor allen Dingen hat der jetzt einfach nochmal wirklich so einen, nicht unbedingt glitzernden Effekt, ja doch irgendwie schon. Also es glitzert schon, aber es ist mehr ein Schimmer. Also ich mag dieses Glitzern nicht. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn Foundation glitzert. Es darf einen Perlglanz haben, aber es darf nicht glitzern. Zumindest nicht für den Alltag. Ich muss immer ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen, weil meine Haut einfach sehr, sehr trocken ist. Und ja, ich habe jetzt schon diesen etwas schimmernden Primer benutzt, aber ich möchte einfach noch ein bisschen mehr. Das müsst ihr natürlich nicht machen, um Gottes Willen. Es geht ja hier wirklich darum, dass es eine natürliche und schöne Frische im Gesicht ist. Ich werde es jetzt ja einfach ein bisschen übertreiben. Wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, würde ich euch empfehlen, sowas wie die CC Cream zu benutzen von Mary Kay. Die hat von selbst schon so ein Leuchten, das sie der Haut gibt und einfach die Haut super versorgt. Das langt meistens schon. Ich benutze aber jetzt die ganz normale Mattwear Foundation, gemixt mit der Strobe Liquid Lotion von MAC. Die gibt der Haut nochmal ein krasses Finish. So sieht sie aus. Ich verteile das jetzt nochmal kurz, damit ihr es einfach mal sehen könnt. Die gibt der Haut einfach ein tolles Finish, ohne zu glitzern. So, und die mixe ich mir jetzt zusammen mit meiner Mattwear Foundation. Ich mache das auf dem Handrücken. Der Grund, warum ich das jetzt mache und nicht nur die CC Cream benutze, ist, weil ich im Moment sehr rote Stellen im Gesicht habe und da einfach noch ein bisschen mehr Deckkraft brauche. Hier ist die normale Foundation. Ich mache jetzt mal so viel in etwa mit dazu und trage sie ganz zart auf. Vor allen Dingen da, wo ich am meisten Deckkraft brauche. Das ist, wie man bei mir schön sieht, rund um die Nase, im Wangenbereich und am Kinn. Das Gute an dieser Foundation von Mary Kay ist wirklich, dass sie nicht zu stark deckend ist und einfach natürlich auch immer noch aussieht. Das finde ich sehr, sehr gut. Also sie deckt schon viel ab, aber sieht dabei trotzdem noch natürlich aus. Wisst ihr, was ich meine? So, ich trage das immer ganz gern mit so einem flachen Pinsel auf und gehe danach aber nochmal mit dem Buffer drüber. Das ist der 140 Buffer von Soeva, einer meiner liebsten Pinsel überhaupt. Je mehr man nämlich Foundation in die Haut einarbeitet, desto natürlicher sieht es im Endeffekt aus. Und dann nehme ich den MAC Pro Longwear in NW15 und benutze das für unter meine Augen, aber auch nochmal hier so ein bisschen in diesem rötlichen Bereich und um die Nase herum, überall da, wo ich noch Unreinheiten habe. Ich bin noch nicht überzeugt davon, von dem Concealer, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich muss einfach nur mal ein bisschen mehr mit dem arbeiten. Ich habe den jetzt erst seit kurzem.
Ja, um wirklich zu sehen, ob er was für mich ist oder nicht. Gut ist schon mal, dass der eine, ja, gute Deckkraft hat. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und er hält auch wirklich sehr, sehr lang. Aber zum Meer möchte ich mich noch nicht hinreißen lassen, von meiner Meinung her. Ich muss ja auch sagen, ich finde, er ist noch ein bisschen zu hell. Aber die Dame bei Mac meinte, ich müsse den so nehmen. Gut, manchmal lässt man sich ja auch überreden und testet auch mal neue Sachen aus, obwohl man eigentlich denkt, ist nicht so das Wahrste. Aber gut. Zu den Augenbrauen. Man braucht eigentlich nicht viel. Ich persönlich nehme total gerne das Alverde Augenbrauengel in 01 Blond und ich kämme mir mit diesem Ding hier erstmal die Augenbrauen durch, sodass die Haare schon mal einigermaßen so liegen, wie ich sie dann haben will, und mache das dann drauf. Meistens langt das schon so für den Alltag, sag ich mal. Vor der Kamera würde ich immer noch mal ein bisschen was dazu machen und wenn, dann die Dip Brow Pomade in Taupe. Die finde ich wirklich, wirklich super. Und ich will es halt einfach ganz, ganz einfach halten und deswegen mache ich kein großes Drama um die Augenbrauen. So, die Base ist geschaffen. Ich werde das jetzt nicht noch mal extra abpudern oder ähnliches. Ich will es wirklich ganz, ganz einfach und vor allen Dingen auch natürlich halten. Ich gehe jetzt mit dem Brunella Eyeliner von MAC und ich setze es wirklich nur zwischen meine Wimpern, um dafür ein bisschen Tiefe zu sorgen und dass später nicht diese blonden Wimpern durchscheinen. Ich mache ganz viele kleine Punkte, ich ziehe keine extra Linie. Verwische das Ganze mit dem 312 Detail Liner von Soeva. Und ich will wirklich keine sichtbare Linie haben. Ich will nur die Verdichtung der Wimpern, sodass man das Blonde einfach nicht so stark durchsieht. Und dann male ich mir noch die obere Wasserlinie an. Ich gehe wirklich nur mit Punkten. Zwischen die Wimpern. Und dieser Brunella, der ist einfach ja, so ein leichtes lila, braun, grau, sowas in dem Dreh, würde ich ihn jetzt einfach mal beschreiben. Und der eignet sich ganz gut dafür, weil er einfach nicht so hart ist wie ein schwarzer Eyeliner. Braun sieht natürlich auch super aus. Braun, Bronze, so diese ganzen Sachen. Grau natürlich auch. Also das ist alles zu machen damit. Dann nehme ich von MAC die Cream Color Base in Hush. Und ich nehme ein kleines bisschen davon auf den Finger und tupfe mir das einfach auf die Mitte meines Auges. Also meines Auges, um Gottes Willen, auf die Mitte meines Lids. Wirklich nur in der Mitte, um so einen leichten Schimmer zu geben. Ein bisschen unter die Augenbraue. Um das Auge noch ein bisschen mehr zu öffnen, setze ich mir auch diesen Hush ganz, ganz leicht hier unter die Mitte des Auges. Den Rest nehme ich einfach noch mal als Highlighter, beziehungsweise Highlighter Strich Rouge, weil ich einfach so hell bin, kann ich das als Rouge so ein bisschen benutzen. Fast jeder andere, der dunkelhalsig ist, kann es nur als Highlighter benutzen. Bisschen was davon.
tatsächlich auf die Lippen. Und hier oben so ein bisschen auf den Lippenbogen. Heute ist meine Reihenfolge irgendwie ein bisschen wirr, wie ich merke. Aber jetzt kommt noch der Mascara. Ich nehme heute keinen schwarzen Mascara. Eigentlich wollte ich ganz gerne einen braunen Mascara nehmen. Finde ihn aber im Moment nicht. Deswegen nehme ich einen lilanen Mascara. Der sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Das ist einfach ein schönes Lila, das nicht so hart ist wie ein Schwarz. Weil ich wollte jetzt wirklich etwas gerne haben, was die Wimpern einfach nicht zu dunkel aussehen lässt. Weil ich halt einfach so ein heller Typ bin. Weil man sieht im Endeffekt nicht wirklich, dass es ein lilaner Mascara ist. Aber er ist nicht so hart wie ein schwarzer Mascara. Also auch so ähnlich wie der braune. Und es sieht einfach nochmal schön aus. Den habe ich jetzt nur auf die oberen Wimpern gemacht. Die unteren habe ich komplett ausgelassen. Für meine Lippen nehme ich was ihr da hört, ist meine Waschmaschine. Wenn die anfängt zu schleudern und ich habe meine Tür geschlossen, wackelt meine Tür. Und das hört man jetzt. Ich nehme den True Dimensions Lipstick in Pink Cherry. Es tut mir leid, ich kann jetzt gerade nichts dafür machen. Nur mein Akku ist gleich leer, deswegen muss ich mich beeilen. Und ich trage den jetzt einfach wirklich so in tippenden Bewegungen auf und nur ganz, ganz leicht, weil wie ihr sehen könnt, der ist schon sehr pinkig. Und dann arbeite ich den mit meiner Fingerspitze ein. Relativ grob. Und dieser Lippenstift ist wirklich sehr, sehr pflegend und reichhaltig. Ich mache aber trotzdem, um das Ganze... Ihr seht ja, es ist einfach ein bisschen viel, was ich jetzt gerade aufgetragen habe. Ich blotte das noch ein klein wenig ab. Und darüber mache ich jetzt einfach nur einen pflegenden Balsam. Das ist der Mary Kay Balsam in Vanille Minze. Der ist ganz cool. Das war so eine limitierte Edition. Und ich finde, das macht das Ganze einfach nochmal ein bisschen frischer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass euch dieses etwas minimalistische doch genauso gefällt wie mir. Ich liebe diesen Look. Ich mag es total, wenn ein Gesicht noch extrem natürlich aussieht, doch in seiner eigenen Schönheit unterstrichen wird. Ich finde, das macht so ein minimalistisches Make-up und deswegen, ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, egal was ihr gerade macht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!